Hohoho, fröhliche Weihnachten. Zweiter Weihnachtsfeiertag. Heute gibt's das Ganserl. Alte Bekannte, neue Umgebung. Ja, für mich eine ganz alte Umgebung. Hier bin ich aufgewachsen. Ich bin bei meinen Eltern im Garten und ja, denen mache ich heute das Ganserl. Meine Schwester kommt dann später auch noch und wer von denen ins Video kommt, keine Ahnung. Kann auch sein, dass gar keiner mit ins Video kommt, außer das Ganserl. Ich habe hier jetzt schon mal vorbereitet. Einfach mal hinten wieder Kohlen, Wasserschale, die muss ich noch füllen. Spieß nehme ich gleich mit rein und dann geht es drinnen auch schon los mit Ganserlwürzen und dann hoffe ich, dass ich hier noch einen Strom bekomme. So Freunde, hier herinnen, ich habe hier leider nur sehr beengte Platzmöglichkeiten. Nämlich hier müssen wir mal sauber aufräumen. Und ja, das Ding wird jetzt von innen Salz, Pfeffer, Paprika, SPP, wie gewohnt. Und ja, ich fange jetzt einfach einmal an. Also dieses Mal ohne Semmelknödelfüllung, ohne alles. Ah, da kommen wir gut rein. So. Ohne Handschuhe, die habe ich auch vergessen. Egal, ist Family. Ich glaube, das werden wir alle überleben. Schnur zum Zubinden habe ich leider auch keine, weil da habe ich ja auch meine Nadeln noch nicht bekommen. Naja, alles egal, werden wir überleben. Auf alle Fälle erstmal ordentlich würzen. Die Flügelstumpen lasse ich dran. Die mag meine Mama so gerne. Ich hoffe, dass die nicht total verkokeln. Und Leute, ich sag's euch, die machen schon wieder Hektik, weil sie Angst haben, das Ganze wird nicht fertig. Aber ich denke mal, ganz nicht gefüllt, ja, sind wir bei 2-2,5 Stunden auf dem Grill. Aber das kann ich euch ja dann hinterher noch verklickern. So, dann der Paprika. Na, komm raus hier. Ich hau hier jetzt echt wildhemmungslos drauf und tue es schön einreiben. Dreh die um. Zerlegen tut die nachher der Werner? Ja. Gut. Weil da muss ich mich nicht darum mit drum ärgern. Gefällt mir sehr gut. Natürlich von innen auch Salz, Pfeffer, Paprika, haben wir ja vorher schon gesagt. An losen Pfeffer hast du nicht, oder? Nur diese komische Pfeffermühle. Ja. Oh, schade. Leute, ich stelle mal schnell die Cam auf die Seite, dass ich hier sauber einpfeffern kann. Liegt das Ganserl dadurch, dass die eben unten nicht zugenäht ist, könnte sein, dass die nachher auf dem Grill, auf der Roti, ganz schön rumschlabbert. Ja, das werden wir uns dann angucken. Die Schale unten drin mit Wasser gefüllt. Da hinten heizt sich gerade die Kohlen an. Ihr wisst ja, ich feuer schön von der Seite an und lasse es dann einmal durchglühen. Gut, wenn die Kohlen soweit sind, füllen wir sie ein und starten wir dann den Grillvorgang. Oh, hier pfeift dauernd so ein blöder Gartenzwerg. Da es hier draußen ja leicht regnet, seht ihr ja, muss ich mir definitiv hier noch was ausdenken. Kleines Dach oder sonst was. Kriege ich alles noch hin. Und genau deswegen steht ja auch die Cam jetzt drinnen, dass die nicht nass wird. Den Grill ist es wurscht. Wir starten jetzt hier die ganze Schose. Ich hoffe, dass das ausreicht. Ein bisschen Holzkohle ist mit drin, ein bisschen Atomkohle. Ja, ein bisschen von allen. Und dann schmeißt man nämlich jetzt sofort und gleich das Ganserl drauf. Und ich werde heute noch zum Gartenzwergmörder. Jetzt hoffe ich, dass das Ding nicht zu sehr rumeiert.
Ja, bisschen vor kann ich sie noch schieben. Ich hole mal meine Zange. Ja, das ist... Also dieses Mal habe ich die wirklich nicht gut aufgespießt. Leider. Muss ich sagen. Jo, wird schon werden, Leute. Dann mache ich jetzt ganz einfach den Deckel zu, reiß die Lüftung voll auf. Und ja. Dann werde ich nachher ab und zu mal nachgucken, wie sie ausschaut, aber normalerweise ja 2,5 maximal 3 Stunden. Wir haben es jetzt exakt 11:30, 12:30, 1, oh, 1:30. Naja, okay. Maximal. Wir werden sehen. Jo, mittlerweile 12 Uhr und jetzt gucken wir ganz kurz mal rein und ja, und dann sehen wir weiter. So, dale. Und mittlerweile auch auf 150 Grad sauber eingependelt den Grill. Das reicht, dass uns das Ganze nicht zu dunkel wird nachher. Aber so, oh Leute, das Ding sieht mal richtig, richtig geil aus. Mhm. Ja, das könnte was werden. Jetzt werde ich gleich mal KT messen, wo wir stehen, dass ich dann auch meiner Schwester Bescheid geben kann, bis wann sie definitiv fertig ist. Leute, ich habe schon wieder festgestellt, Family kann auch furchtbar sein. Ein Geschrei und ein Geblär überall. Aber ich würde das Ganze als fertig erklären. Und deswegen nehmen wir es jetzt runter. Jawohl. Hau da rum. Display drehen. Schaut euch das Vieh an. Geil, geil, geil. Und das bringe ich jetzt rein und dann wird es aufgeschnibbelt, aber nicht von mir. So Leute, dann werde ich das Ding erst einmal hier entfesseln sozusagen. Ja, da kommt es ja schon runter. Den Spieß werde ich natürlich nachher auch gleich noch sauber machen, bevor ich ihn wieder aufräume. Ja, und ab jetzt wird Werner übernehmen. Der schaut mal bloß die ersten Schnitte an. Und naja, leg er mal los. Ah, wie geil! Eine Lampe haben wir auch da. Und so sehen wir wenigstens schön das Ganze. Hm. Fühlt sie sich knusprig an? Ja. Geil. Ja, lieber, wenn ich nicht filme. Ja, okay Leute, lass mal Werner zerlegen. Ihr wisst ja, Zerlegedraber. Und ja, mehr sage ich dazu jetzt nicht. Aber er scheint es ja schon öfters hier gemacht zu haben. Ich war ja leider nie dabei. Und nachher sehen wir uns drüben noch im Wohnzimmer beim Verkosten. Ja, in dem Falle filmen wir halt nicht alles. Es ist hier für alle noch etwas ungewohnt. Ich darf mein Schwesterchen filmen. Hi. Sag mal hallo. Hallo. Ist gut, dass ich mal wieder da bin? Ja, auf jeden Fall. Ja, also. Oh, Brüderchen. So, dale. Ich habe mir jetzt fürs erste Mal ein Stück Brust geschnappt. Den leckeren Speckkartoffelsalat, wo meine Mom gemacht hat. Und ja, jetzt tun wir mal probieren. Tja, dann wollen wir mal. Hm. Salz, Pfeffer, Paprika. Leute, mehr braucht so eine Gans wirklich nicht. Ich kann es immer wieder bloß sagen. Und nein, zu dem Kartoffelsalat kann ich kein Rezept sagen. Habe ich keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er verdammt lecker ist. Mhm. Richtig, richtig geil. Ich lasse mal jetzt das Ganze schmecken. Werde dann noch meine Sachen sauber machen, verräumen. Und dann bin ich schon wieder auf dem Heimweg. Ja. So war es dann heute. Also.
Wenn euch das kleine Video gefallen hat, ein Däumchen nach oben, freundliches Kommentar und natürlich ein Abo würde mich definitiv freuen, wenn es da auch wieder nach oben geht. Und Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschaikowski.